Also die Umweltpsychologie, die beschäftigt sich dann mit Mensch-Umwelt-Interaktion, also die interessiert sich dafür, wie die Umwelt auf die Menschen wirkt, aber auch wie die Menschen auf die Umwelt wirkt. Und wir beschäftigen uns vor allem damit zu untersuchen, wie umweltfreundliches oder auch umweltschädliches Verhalten entsteht und wie wir dieses auch beeinflussen können, auch mit psychologischen Mitteln. Gut, es gibt Verhaltensweisen, die einfacher oder weniger einfach zu ändern sind, aber viele Verhaltensweisen sind natürlich Gewohnheiten und Gewohnheiten zu ändern ist auch nicht immer ganz einfach. Das braucht auch etwas Zeit meistens und es braucht vor allem auch Unterstützung. Also wir müssen neue Verhaltensweisen auch erlernen, wieder einüben und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, solche Verhaltensänderungen zu unterstützen. Ja gut, also wir sehen heute, dass unser Ressourcenverbrauch einfach sehr hoch ist. Der ist mehr als das Doppelte von dem, das eigentlich nachhaltig zur Verfügung steht, global gesehen. Und von daher haben wir in unseren Ländern natürlich die Pflicht, unsere Umweltbelastungen zu reduzieren. Und das geht leider nicht ohne Verhaltensänderungen. Also wir können sicher einen großen Teil auch mit technischen Innovationen oder auch mit ökologischen Produkten der erneuerbaren Energien lösen, aber es braucht auch gewisse Verhaltensänderungen, also auch ein Hinterfragen unseres Konsums. Also ich denke, NGOs haben eine sehr wichtige Rolle. Sie können ganz konkret eine Vorbildwirkung vor allem einnehmen. Also sie können Praxisprojekte lancieren, wo man eben auch neue Formen ausprobieren kann, neue Formen des Handelns ausprobieren kann. Sie können diese Ideen oder auch diese neue Form kommunizieren. Sie können aufmerksam machen auf Probleme. Also ich denke, die NGOs, die haben eine sehr, sehr wichtige Rolle auch in diesem Wandel. Die Politik, die hat die Aufgabe, umweltfreundliches Verhalten zu erleichtern, zu ermöglichen und da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten dafür. Also sie kann umweltfreundliche Infrastrukturen schaffen, sie kann entsprechende Anreize schaffen und von daher muss auch individuelles oder freiwilliges Handeln muss immer auch durch geeignete Rahmenbedingungen unterstützt werden und da hat die Politik natürlich eine sehr wichtige Rolle.